Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Magnetisches Feld sprechen wir. Das letzte Mal habe ich über Materie im elektrischen Feld gesprochen. Da habe ich gesagt, Ferromagnetismus, das bedient einer Sonderbehandlung. Und dieser wollen wir uns jetzt widmen. Wir wollen jetzt uns ein ferromagnetisches Material ansehen und da einzoomen. Ja, aber gescheit einzoomen. Ferromagnetisches Material besteht üblicherweise aus irgendwelchen kristallinen Strukturen. Okay? Also da gibt es Kristalle drin und bei Metallen, zum Beispiel bei Eisen, ist es so auf alle Fälle, dass sie so Kristallkörner bilden. Ja? Und jeder hat halt irgendeine Kristallstruktur, jeder dieser Körner. Und die habe ich hier angedeutet mit diesen Kugeln. Das soll die Kristallstruktur sein, die Hauptrichtungen dieser regelmäßigen Atomanordnungen. Und in jedem Korn ist das ein bisschen anders. Okay? Man hat herausgefunden, dass es dann noch Bereiche, wenn es kleine Körner gibt, die sind es die ganzen Körner, aber wenn es große Körner sind, dann sind es auch einzelne Bereiche in diesen Körnern. Ich habe jetzt da einzelne Bereiche eingezeichnet, wo es eine spontane Magnetisierung gibt. Ja? Das sind die sogenannten Weißbezirke. Ja? Das ist benannt nach einem französischen Physiker. Weißbezirke. Also, und die sind normalerweise orientieren sie die entlang von den Hauptachsen der Kristallgitter. Ja? Also da, in diesem Korn, wenn wir das zum Beispiel sich anschauen, ja, das, es gibt drei Weißbezirke. Zwei sind in diese Richtung spontan magnetisiert und der andere ist in diese Richtung spontan magnetisiert. Ja? Normalerweise geschieht das bis zur Sättigung. Okay? Geht bis zur Sättigung. Das heißt, da drin ist voll magnetisiert. Das sind diese Elementarmagnete, diese Atome mit ihren Spins, die sie haben, magnetische Momente und so weiter, weil die rotieren. Man stellt sich vor, die Atome rotieren und das sind Ladungen und auf Stromfluss erzeugt ein Magnet und so kann man sich vorstellen, ja, okay, das ist ein Elementarmagnet und die sind halt da in den Weißbezirken ausgerichtet. Okay? Also sowas da heißt Weißbezirk. Okay. Wie gesagt, wenn es kleine Körner sind, dann kann so ein Weißbezirk das ganze Korn betreffen. Bei größeren Körner sind es halt unterschiedlich. Und in Summe ist aber nichts magnetisiert, gell? Weil sie alle die halt in irgendeine Richtung zeigen. Ja? In Summe merkt man nichts davon, makroskopisch heraus. Zwischen den Weißbezirken gibt es die sogenannten Blochwände. Blochwand. Das ist jetzt wieder ein Schweizer oder amerikanischer Physiker, je nachdem wie man es sehen will. Schweizer-amerikanischer Physiker, also Franzose, Schweizer-amerikanischer Physiker. Da haben viele Leute dran geforscht, der Blochwand. Inzwischen den Weißbezirken, da dreht sich das Feld praktisch um, der hat sich das irgendwie erforscht, wie das da drinnen ausschauen muss und so weiter. Das ist spontane Magnetisierung, das gibt's. Das kann man auch sichtbar machen. Okay? So, und jetzt, was machen wir jetzt? Jetzt legen wir ein äußeres Feld an. Okay? Also das, was wir jetzt an und für sich vorhaben, ist, wir machen ein äußeres, in irgendeine Richtung, ein äußeres magnetisches Feld H. Ja? H. Das geht jetzt in diese Richtung. Okay? Jetzt passiert als erstes Folgendes, dass sich die Bezirke, die ungefähr in die Richtung schauen, ja, werden größer aufgrund der Wirkung des äußeren Magnetfeldes, ja, werden diese Bezirke, die ungefähr in diese Richtung magnetisiert sind, größer. Ja. Also wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Korn hier hernehmen, dann wird wahrscheinlich der rote Bereich in der Mitte kleiner werden. Ja. Und das, was in die Richtung magnetisiert ist, das ist entsprechend größer geworden. Also diese Blochwände verschieben sich zugunsten der Bezirke, die halbwegs in die Richtung schauen. Okay? Das in der Mitte bleibt. Ja? Wie wäre das zum Beispiel bei diesen?
Na, da wird das Rote größer werden. Ja? Also da werden sich diese grünen Bezirke, also das sind ja nur Farben. Ja? Also das, was in diese Richtung magnetisiert ist, in diese Kristallrichtung, das wird kleiner werden. Und weil eben das Rote eher in die Richtung zeigt, wie das äußere Magnetfeld, wird das entsprechend größer werden hier. Ja? Und so werden die Bezirke immer größer, ja, auf Kosten der anderen Bezirke, die halt eher in diese Richtung schauen. Ja, das Material wird entsprechend magnetisiert. Okay, die Elementarmagnete, kann man sich vorstellen, richten sie aus. Also da ist das Grüne größer geworden, das Rote hat sich zurückgezogen. Ja, so passiert das. Ja. Also das ist das Erste, was passiert. Verschiebung der Blochwände. Verschiebung der Blochwände gibt es da. Ja? Ich werde das nachher noch ein bisschen weiter einzeichnen, bevor ich es kenne, aber jetzt für die Erklärung soll es einmal reichen. Okay, jetzt haben sie die Blochwände verschoben, jetzt haben wir da schon eher magnetisiert. Was dann kommt, ja? Was dann kommt, an und für sich, ich mache das darüber, ich hoffe, das passt ungefähr, was ich das gemacht habe. Was dann kommt, ist ein sogenannter Backhausensprung. Ja? Backhausen, das ist jetzt wieder deutscher, Multikult, so taugt es mir. Ja? Alle möglichen Nationen haben da gewerkt. Ja? Also zweitens, ja? Backhausensprung. Ja? Das ist die spontane Ummagnetisierung. Jetzt wird das nicht einfach größer. Ja? Jetzt richten sie die ein bisschen aus. Ja? Also wir haben jetzt da in diese Richtung haben wir das gehabt, aber ich zeichne das jetzt länger ein größeres Feld. Ja? Jetzt ist das äußere Feld größer geworden, das H, ne? Das äußere magnetische Feld. Und jetzt, also das war ursprünglich in diese Richtung magnetisiert, gell? So, jetzt haben wir die ganzen Weißbezirke, sind jetzt nur mehr in die Richtung. Ja. Aber aufgrund des Backhausensprungs, ja, sind wir jetzt, zieht es praktisch, na gut, das ist jetzt relativ parallel. Ja. Das hier ist wahrscheinlich vollkommen in diese Richtung magnetisiert geworden. Ja. Und das hier in diese Richtung. Ja. Also die sind jetzt praktisch so richtig in diese Richtung magnetisiert. Der da, das ist schwierig, der wird wahrscheinlich in die Richtung sein. Ja. Ja. Diese Richtung, so dass wir halt ungefähr in diese Richtung zeigen, ja, die das äußere Magnetfeld vorgibt, okay? Aber was noch passiert ist, dass sie die Dinger sogar in Richtung ein bisschen hineindrehen in das äußere Feld, ja? Also das dreht sich immer ein bisschen so in die äußere Feldrichtung hinein, ja? Das folgt nicht mehr dem Kristallgitter, sondern geht praktisch noch eher in die Richtung. So wie wenn das äußere Magnetfeld das praktisch in die richtige Richtung lenken will. Ja? Also, der wird überhaupt ganz arg sein, wird überhaupt relativ weit abgelenkt werden. Ganz schafft es nicht. Ja? Es sind schon immer ein bisschen kleine Abweichungen, weil das Kristallgitter macht das schon sein Übriges dazu. Ja? Backhausensprung. Spontane Ummagnetisierung der Elementarmagnete aus Richtung auch außerhalb des Kristallgitters praktisch. Ja, und jetzt sind wir voll magnetisiert. Mehr geht nicht mehr, mehr können wir nicht machen. Wenn das äußere Magnetfeld noch größer wird, na, dann werden halt die inneren Magnetfelder nur ein bisschen größer, aber da tut sich nicht mehr viel. Okay? Da tut sich nicht mehr viel. Das ist jetzt der Bereich der Sättigung schon langsam. Ja? Also das passiert nicht auf einmal, dieser Backhausensprung, sondern das passiert halt bei dem Korn und dann bei dem Korn und dann bei dem Korn. Das sind lauter so kleine Backhausensprüngchen. Ja? Ja? Ich schreibe vielleicht auch noch dazu, nicht alle auf einmal. Okay. Back, 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 da springt der Backhausen um. Ja. So,
Jetzt sind wir voll magnetisiert. Was dann noch passiert, an und für sich, wenn ich das äußere Magnetfeld wieder abdrehe, dann bleibt das Zeug magnetisiert. Dann drehen sich nämlich alle diese blauen Pfeile wieder zu den grünen Pfeilen, und das Zeug bleibt in diese Richtung magnetisiert. Aber diesmal in den Kristallebenen. Das heißt, es ist jetzt nicht mehr so optimal ausgerichtet aufs äußere, aufs ehemalige äußere Magnetfeld, aber schon noch. Das heißt, plötzlich hat man Ordnung in dieses System gebracht und das Zeug ist schon noch magnetisch. Es gibt die ganzen Elementarmagnete sind ausgerichtet. Ungefähr, zwar noch am Kristallgitter verhaftet, weil das äußere Magnetfeld nicht mehr da ist, das so einzieht. Aber drittens, abschalten. Des äußeren Feldes. Ausrichten der Elementarmagnete am Kristallgitter. Aber das äußere Magnetfeld hat zumindest dafür gesorgt, dass das, was vorher chaotisch irgendwie angeordnet war, jetzt in eine Richtung zeigt. Es gibt eine Restflussdichte. So funktioniert das da innerhalb des ferromagnetischen Materials. Wenn man das sich anschaut, wie das ist. Also das H ist jetzt das, was ich außen angelegt habe. Das H. Und das B ist die Flussdichte, die da in dem Material herrscht. Zu Beginn, welche Farbe mache ich das jetzt? Ist egal. Zu Beginn geht das da unten weg, fahren wir da rauf, und dann kommen wir irgendwo in den Bereich einer Sättigung. Das geht aber nicht so ganz klar, so gerade nach oben, sondern da kann man sich vorstellen, das sind so Sprüngchen immer, das sind die Backhausensprünge. Die springen dann immer so rauf. Und dann sind wir irgendwann im Bereich der Sättigung, da tut sich nicht mehr viel. Okay? Das ist die sogenannte Neukurve. Neukurve. Was nämlich jetzt folgt, ist, wenn ich das äußere Magnetfeld H wieder zurückfahre, haben wir ja gesehen, dann passiert Folgendes, dass das B ebenfalls retour geht, absinkt, aber nicht mehr auf Null, weil jetzt sind sie ausgerichtet, die Dinger, gell? Geht nicht mehr auf Null zurück. Es bleibt die sogenannte Remanenzflussdichte. Okay. Es bleibt die sogenannte Remanenzflussdichte. Wenn ich jetzt das weiter nach unten bringe, dann gibt es eine Feldstärke, wo dann tatsächlich ich muss eine äußere Feldstärke aufbringen, um die Remanenzflussdichte zu kompensieren. Das ist die Korrezitivfeldstärke, heißt das. Korrezitivfeldstärke. Da ist das. Das ist die Remanenzflussdichte. Das ist der BR. Und das ist üblicherweise abgekürzt HC. Ja, und dann in die andere Richtung geht es natürlich genauso, weil ich meine, wo Norden und Süden ist, in welche Richtung das geht, das ist vollkommen irrelevant. Also in die andere Richtung geht es natürlich auch so. Und da auch in die andere Richtung gibt es irgendwann eine Sättigung, wo wir eintreffen. Okay.
So schaut das aus. Ja? Und wenn ich dort wieder umdrehe und nach oben gehe, ja, dann komme ich auch hier zu der zu dieser Remanenzflussdichte und auch hier erreiche ich irgendwann die Korrezitivfeldstärke und dann geht es so nach oben und dann bin ich da. Okay. So sieht das aus. Das geht da rauf, ja, aufmagnetisieren, das geht in die Richtung runter, abmagnetisieren und die neue Kurve, das ist halt vom ursprünglich unmagnetischen Material. Ja, geht es da unten weg. Das ist sogenannte Hysterese. Ja, Hysterese-Kurve eines ferromagnetischen Materials. Ja, schaut so aus. Ich meine, es sollte symmetrisch sein, aber das ist mir jetzt nicht ganz gelungen. Es ist symmetrisch. Ja, also da in beiden Bereichen. Und da in der Mitte haben wir schon einen Bereich, da ist eine kleine Feldstärkenänderung führt zu einer großen Flussdichteänderung. Da ist das μr relativ groß und je weiter wir nach außen kommen, desto kleiner wird eigentlich das μr. Ja, wenn man das so betrachten will, wieder mit dem μr. Das μr ist variabel einfach. Das ist das bei den ferromagnetischen Stoffen. Üblicherweise hat man nachher irgendwelche Kurven, irgendwelche Diagramme und Kurven. Das kann man halt heraussuchen, für welche H man welcher B hat in dem Material. Gibt es so verschiedene Materialien, gibt es verschiedene Kurven. Und dann sehen wir das. Ja. Was diese Kurve für Auswirkungen hat, ja, werden wir noch sehen. Ja. Das ist, gibt Materialien, es gibt so fette, prale Kurven, es gibt Materialien, die haben ganz dünne, schmale, wenig Hysterese und so weiter. Wann man welches Material zu verwenden hat, hängt vom Einsatzzweck ab. Aber das werden wir sehen, ja, im Zuge der nächsten Videos. Jetzt kümmern wir uns mal um Energie im elektrischen Feld, magnetischen Feld. Schon wieder elektrisches Feld gesagt. Im magnetischen Feld. Energie im magnetischen Feld, Thema unseres nächsten Videos. Für dieses Mal sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.